Hallo, Modellbaufreunde. Ich muss leider noch einen Film Nummer 5 machen. Ich habe so viele E-Mails bekommen, wo ihr bestimmte Sachen noch erklärt haben wollt, die ihr teilweise nicht versteht. Deswegen dieser Film 5 nochmal. Ich will mal kurz eben auf den LiPo eingehen. Da haben mich auch viele Leute angeschrieben, ob ich das umgebaut hätte auf normale LiPos. Also ich habe also festgestellt, die Original-Libros, also bei mir war es so, das muss nicht gleich bei euch auch sein, aber wenn der 30 Ladungen hinter sich hatte, dann wird einfach die Flugzeit kürzer. Ich hatte zum guten Schluss nur noch 10 bis 14 Minuten Flugzeit. Der Lipo von der Kapazität nahm der nicht mehr das auf, was er sollte. Und damit war der Akku theoretisch für mich kaputt. Ich habe aus diesem Grund dann diesen Umbau gemacht. Ich habe bei YouTube schon andere Umbauten gesehen. Da wird seitlich am Zino ein Loch gebohrt und haben da raus ein Kabel geführt mit einem Hochstromstecker. Das wollte ich aber nicht machen. Das sieht erstmal schäbig aus und vor allen Dingen, man muss den ganzen Apparat bzw. den Zino auseinandernehmen. Ich habe mich dafür also für eine andere Lösung entschieden und zwar den kaputten Akku. Das ist das Restteil von hinten. Das habe ich also mit dem Dremel abgeschnitten, habe den alten Akku rausgemacht. Der alte Akku ist hier an Schwarz mit Minus und hier an Rot mit Plus dran gewesen und hat dann hier eine Steckerleiste mit vielen kleinen Steckern. Das ist theoretisch der Balancer. Ich habe das also weggemacht. Ich habe dann von hinten aus ein rechteckiges oder viereckiges Loch reingeschnitten und darüber zwei Löcher gebohrt und habe dann diesen Hochstromstecker da reingesteckt, verklebt und die beiden Anschlüsse dann hier rausgeführt aus der Platine, also komplett durchgebohrt und habe die dann, die Kabel hier oben an den einzelnen Polen für den Zino, was von der Hauptbatterie schon war, angelötet. Und ich habe dann diese normalen Lipos genommen. Die haben ja, wie gesagt, den Stecker für sich und dann den Balancer hier. Und ich muss sagen, dieser hier, der ist sogar noch kleiner. Um circa 1 Zentimeter, also 10 mm ist der noch kleiner als wie der Original-Akku vom Zino und hat auch die gleiche Kapazität. Und ich habe also bei eBay nachgeguckt. Ihr müsst also nach der Länge gucken. Ihr könnt also 100 mm reinmachen. Also sprich 10 cm darf der Akku ruhig lang sein, der passt dann immer noch im Zino unten im Fach rein. Das Problem, was eben war, sind diese Anschlüsse hier. Wenn man die also irgendwo innerlich einbaut in den Zino mit, dann habt ihr Platzprobleme. Aus diesem Grund habe ich mich dann entschieden für dieses Loch. Wie gesagt, man steckt einfach das Kabel da durch. So, anschließend wird es hier verbunden und dann schiebt man das in den Fach rein vom Zino und das schließt dann bündig also ab. Das ist also theoretisch der Umbau, den ich euch zeigen wollte. Ich will mal kurz den Zino hier rüberholen. Ich habe den da schon hingestellt, gleich für einen Test. Also wenn ich das hier reinmache, ich habe hier extra unten einen kleinen Stich gesetzt, dass das also nicht rausfallen kann. Ich gucke jetzt durch die Kamera. Das schließt also bündig ab und ist auch feste. Ich habe aus Sicherheitsgründen nochmal hier, das sind kleine Gelenkkugeln für Modellflieger, wo Anlenkungen mitgemacht werden und so weiter aus dem Heli mit treibselberschneidenden Schrauben drin oder feste dran. Die gibt es auch nur als Kugelkopf. Aber wie gesagt, hier ist schon so eine Art Treibschraube mit dran. Hab dann das da reingeschraubt und einen kleinen Tropfen Kleber dran gemacht, dass das fest ist. Man kann jetzt aus Sicherheitsgründen, wenn einer Angst hat, dass das Teil hier rausfällt, kann man hier noch ein Spanngummi drüber machen. Man kann aber auch Klettband oder irgendwas anderes nehmen, wenn einer meint, dass das zu gefährlich ist, dass das nicht hält. Also ich bin davon überzeugt, dass das also nicht rausfällt. Das ist bombenfeste. Wie gesagt, das Kabel kommt dann hier unten raus, wird da reingesteckt und dann habt ihr die Verbindung zum Zino. Und man muss nichts kaputt machen an den Zino. Und wie gesagt, dieses Teil habe ich also aus der alten Batterie, die habe ich also nicht komplett weggeschmissen, sondern das Gehäuse theoretisch verwahrt und umgebaut. So,
Das ist das einmal. Wenn wir den Zino hier wieder hinstellen. Ihr könnt das gleich auch mit der Batterie sehen. Ich möchte jetzt auf eine andere Sache noch reingehen. Und zwar, da braucht man den Zino nicht für zu starten. Ich muss mal eben selber hier im Programm reingehen. Dauert eine Sekunde. Weil viele geschrieben haben, die kommen nicht klar mit dem GPS-System. Deswegen möchte ich euch heute noch was zeigen. So. Das ist Hupsan, das wollen wir nicht haben. Da, oh, da ist er. So. Muss mal eben kommen. So. Viele haben gesagt, mit dem GPS-System, sie können das nicht sehen oder so weiter. Und ich habe auf Facebook da auch schon mal gepostet. Und zwar, der Zino selber kann beide Satellitensysteme also vertragen. Auch das russische. Es gibt Tablets, Handys und auch andere Sachen, die haben das russische System noch nicht drin. Die arbeiten nur auf das andere System. Dadurch sind natürlich wesentlich weniger Satelliten da und es kann da auch zu Störungen kommen. Deswegen sollte man so ein Test-App sich reinmachen und da kann man genau sehen, was das Tablet oder das Handy für Satelliten empfangen kann. So, und jetzt möchte ich mal kurz darauf gehen, weil viele geschrieben haben, sie können kein GPS-System sehen, wenn ich den Flugmodus anmache. Das ist also nicht richtig. Man kann da schon alles sehen. Bloß ich gehe davon aus, dass ihr die Einstellung falsch macht. Ich habe hier zum Beispiel, trotz dass ich jetzt hier in der Bastelbude bin, mein Satellitensystem hier. Trotz dass ich keine Satelliten habe. Ihr müsst also auf Google Maps, wo ihr euer Navi drauf habt, müsst ihr euch die Deutschlandkarte runterladen und abspeichern. So, dass Google Maps auch ohne Internet oder überhaupt Wi-Fi oder WLAN-Verbindung arbeiten kann. Das ist schon mal wichtig dabei. Ich gehe jetzt nochmal hier zurück. Dann die zweite Position, wenn ihr das abgespeichert habt, die Karte. Weil ihr, wenn ihr den Flugmodus anhabt, ist das GPS-System, das kann man hier oben sehen, mit dem kleinen Zeichen hier oben drin. Trotz dass das WLAN und alles abgeschaltet ist, das hat nichts mit dem GPS zu tun. Das GPS bleibt drin, erhalten. Ihr müsst dann in Dingens reingehen. Und zwar, ich glaube, hier ist er, auf Karte müsst ihr reingehen. Das ist schon mal ganz wichtig. Dann steht als erstes hier oben Kartenkalibrierung. Das ist von Hause auf also abgeschaltet. Beziehungsweise, ihr müsst das auf Yes machen, also einschalten. Das ist normalerweise, also bei mir war es so, dass also No drin war. Das müsst ihr einschalten. Ihr müsst zulassen, dass die Google Maps Karte neu kalibriert wird, hier für den Zino. Sonst sind die Koordinaten, die runterkommen, nicht identisch mit eurem Bild. Und dann gehen wir mal weiter, das ist alles klar. Und was hier unten ist, das steht von Hause aus auf Mittelstellung. Da steht Genauigkeit der Abtastung von Wegpunkten und so weiter. Die Genauigkeit will ich natürlich so hoch wie möglich haben. Deswegen müsste dieser Schiebeschalter nach rechts geschoben werden. So, und wenn ihr jetzt zurückgeht, dann seht ihr auch, dass ihr die Karte habt. Das ist hier meine Karte, wo ich wohne. Ich schaue mal eben den weg, so. Die könnt ihr auch verändern, die Karte, weil viele geschrieben haben, sie sehen die Karte nicht. Sie sehen nur blau oder grau. Das hängt damit zu tun, wenn die Karte nicht eingeladen ist bei Google Maps, dann könnt ihr die auch nicht sehen. Weil keine neuen Daten reinkommen, weil er den Flugzeugmodus eingemacht hat. Ihr könnt jetzt aber Folgendes, es gibt noch einen zweiten Fehler, den ihr vielleicht gemacht habt. Wenn ihr den Taster hier drückt, dann zeigt das einmal das GPS-System an und einmal theoretisch die Drohne soll das darstellen. Ich habe das hier jetzt stehen, das hier, da bin ich. Wenn ihr jetzt natürlich die Drohne nur drückt, dann schaltet er die Landkarte weg und ihr habt nur dieses Bild hier. Dieses Bild unterscheidet sich hier bei diesem Tablet in blau. Wenn ich das auf dem Handy mache, ist der Hintergrund grau. Also ich gehe davon aus, dass es da verschiedene Hintergründe gibt, also handymäßig abhängig. Und dadurch, dass ich schalte mal wieder auf GPS und dadurch, hier könnt ihr normal kalibrieren, die Karte einmalig,
Aber wir haben sie ja im Menü hinten eingestellt, dass sie sich selber kalibrieren muss. Und zwar passiert dann Folgendes, wenn die nicht richtig also kalibriert ist, der ist jetzt auf Automatik gestellt, ihr habt diese Taste nicht mehr in Funktion hier. Wenn das abgeschaltet ist im Menü, dann könnt ihr hier kalibrieren. Aber besser ist, im Menü die automatische Kalibrierung zu nehmen, weil er dann dauernd neu mal kalibriert, dass eure Standpunkte hier auf der Karte identisch sind, auch wo ihr rumfliegt. Und zwar passiert dann Folgendes, wenn das nicht so ist, ich gehe jetzt mal hier raus. Moment, ich habe jetzt dieses Tablet hier dran. So, wenn ich rausgehe und zum Beispiel hier auf Logbuch gehe, ich habe leider hier in diesem Tablet nichts drin. Das ist das Logbuch. Und wenn ihr hier unten auf diese Leiste jetzt geht, da sind eure Flüge drin. Und wenn er dann hier anklickt, dann habt ihr teilweise hier nur die Abbildung von eurem, ja, von der Drohne. Und habt dann blau oder grau. Das ist dadurch gekommen, weil ihr nicht die Karte eingeschaltet habt. Also wie gesagt, da ist also ein Fehler von euch auch drin. Ihr müsst, wie gesagt, das alles einschalten. Ich gehe jetzt noch mal kurz hier drauf. So, die Karte ist bei mir immer da. Und wie gesagt, der ist ausgeschaltet. Ich mache mal jetzt Folgendes. Ich gehe mal auf Karte drauf und schalte die Kalibrierung aus. So ist es von Hause aus. Das habt ihr wahrscheinlich noch auf No stehen. Das muss also auf Yes stehen. Und wenn ich jetzt hier reingehe, seht ihr, jetzt ist dieses Zeichen auch grau. Jetzt hat er nicht kalibriert. Jetzt kann es sein, dass die Drohne gar nicht mit der Karte übereinstimmt. Jetzt kann ich hier drücken. Da steht es jetzt. Jetzt wird neu kalibriert. Zack, ist er auch woanders hingesprungen. Trotz hat das jetzt hier nicht stimmt. Der ist hier am Springen, weil ich hier in eine Bastelbude bin und hier sowieso keine Satelliten habe. Also wie gesagt, da müsst ihr drauf achten. Und wie gesagt, ob euer Handy oder Tablet auch beide Satellitensysteme überhaupt anzeigen kann oder nur eins. Habt ihr nur eins, dass der also die russischen nicht anzeigen kann, habt ihr natürlich eine höhere Störquelle drin, als wenn der beide Satellitensysteme zeigen kann oder sich mit verbinden kann. Das ist eine höhere Sicherheit. Aber ihr könnt trotzdem damit fliegen. So, ich packe das jetzt mal weg hier. Und dann haben mich viele angeschrieben wegen dieser Batterie nochmal hier, also diesen Akku hier. Wir wollen jetzt mal einen Test machen. Ich habe hier einen Tester, der tut mir den ganzen Akkuladezustand, Strom, Spannung und so weiter, Spitzenströme anzeigen. Dadurch, dass ich diesen Umbau ja hier gemacht habe, ich muss mal aufstehen dabei und mal reinmachen. Dadurch, dass ich diesen Umbau gemacht habe, kann ich das natürlich auch super jetzt hier anschließen. Verbinde das jetzt mal mit einem externen Akku, den ich hier habe. Und schon hat das Gerät hier sein Dingens aufgenommen. Der speichert das gleich ab. Wir machen jetzt mal den Zino an. So, wir machen den Controller an. So, der Controller ist auch an. Das wollen wir noch nicht haben. Das machen wir noch mal weg. Alles löschen. So, das haben wir auch. So, der Zino hat hochgeladen, der Controller. Ich stecke jetzt hier rein. Er meldet sich. Das machen wir auf Abbrechen. Jetzt kommt der Zino, das Programm. Ich hoffe, ihr könnt das alle sehen. Aber das ist uninteressant im Moment hier. Ich tue den jetzt nur darauf hin, dass ich den hier in eine Bastelbude fliegen lassen kann. Der Zino, kein GPS-Signal, hab ich euch ja schon mal erklärt. Fernsteuerung mit der Drohne herstellen brauchen wir nicht. Das ist das hier, das aber wie gesagt, das brauchen wir nicht. Einstellen der Dingens, der virtuellen auch nicht. Jetzt muss ich mal eben selber eben gucken. Einstellen der Fluggeschwindigkeit, Wegpunkt. So, mit dem hier in der ersten Spalte Fluggerät, weil er das jetzt nicht gemacht hat, mit dem aktuellen Fluggerät verbinden. Jetzt meldet er sich. Okay, verbinden. Jetzt überspringen wir dies wieder mit GPS. Das habe ich ja ausgeschaltet. Jetzt ist die Drohne also flugklar. Jetzt erschreckt gleich nicht.
Es wird sehr laut hier werden. Und ich muss also den Zinor hier gleich festhalten. Ich hoffe, dass ich das... Ja, warte mal, wir machen es anders. Ich habe da nichts da schon höher gestellt. Mit dem Teller. Aber das machen wir mal weg. Ich mache jetzt den Zinor erstmal an. Und werde dann Vollgas geben. So, dass wir gleich die Spitzenströme auf dem Zinor sehen können. Ich mache erstmal den Zinor an. So, ich hoffe, ihr hört mich noch. Ich halte jetzt den Zinor feste und werde Vollgas geben. Ich weiß nicht, ob man mich noch hören kann. Hier ist alles am Flattern. So, ich habe den Zinor jetzt mal auf Not ausgemacht. Das war jetzt Vollgas von dem Akku her. Und jetzt können wir hier sehen, ich muss den Akku dran lassen, aber vom Zinor können wir den abmachen. Sobald ich den jetzt abmache vom Akku, jetzt achtet mal da drauf. Das sind die Volt, da ist WP, da ist Ampere mäßig. Da, 18,5 Ampere hat er jetzt gezogen. 18,5 Ampere hat der Zinor gezogen. Ich muss euch dabei sagen, dieser Akku war nicht voll. Der war nur auf 58%. Ich habe vorher, bevor ich dieses Video hier gerade aufgestellt habe, habe ich den vorher voll gehabt und habe schon mal einen Test gemacht. Also der Zinor zieht bei diesem Akku hier, wenn der richtig voll ist, mit seinen 100%, zieht er 24,8 Ampere Maximum. 24,8 Ampere. Das ist für die Leute da, die mal wissen, was da überhaupt für Strom und Spannung fließt. Und wie gesagt, was der Originalakku aushalten muss. Also wenn ihr Vollgas gebt, dann hat der Spitzenströme von 24,8 Ampere. Das ist so gerade, sag ich mal, der Regelbereich von dem Lipo, von dem Original-Lipo. Dieser hier, der kann wesentlich mehr hier. Der kann hier bis zu 70 Ampere vertragen. Oder beziehungsweise rausgeben, ohne dass ihm das wehtut. Und der wird auch nicht warm oder so. Wenn der Zinor bei euch vom Akku also warm wird, liegt er so gerade an seine Grenzen. Und ihr wisst ja selber, wenn Strom und Spannung runtergeht, oder beziehungsweise wenn der Strom runtergeht, dass die Kapazität weniger wird, wird auch die Voltzahl ein bisschen weniger. Ja, und wie gesagt, vom Zinor aus kann ich von dem Akku nur sagen, also meine Akku sind es nicht. Da hätten sie wenigstens was Besseres bauen können. Dann hätten sie den Zinor ruhig mal, sag ich mal, 10 Euro teurer machen sollen, aber hätten da vernünftige Akkus reingemacht. Also von den Akkus halte ich nichts. Wie gesagt, ihr könnt mir ja mal über Facebook schreiben, wenn ihr 30 Flüge hinter euch habt hier mit solchen Akkus, ob bei euch noch die volle Kapazität da drin ist. Also meiner, muss ich euch sagen, der hatte dann, wie gesagt, nur noch 10 bis 14 Minuten Flugzeit. Der Akku, der war einfach geschrottet, trotz dass er nicht kaputt war. Ich sag mal, die haben keine hohe Lebensdauer, die Dinger. Also wie gesagt, lieber solche Akkus kaufen, die kriegt er schon für 17 Euro. Maximale Länge 100 mm, also 10 cm passen rein. Und was ihr natürlich machen müsst, ihr müsst so einen Stecker oder irgendeinen anderen Stecker nach außen rausbauen, auch mit diesem Loch. Oder aber ihr müsst die Klappe offen lassen, den Lipo reinmachen und den Stecker irgendwo hier unten hin machen, mit der Verzahnung nach oben hin, und könnt den Lipo ein bisschen rausgucken lassen und dann irgendwie einen größeren Lipo auch sogar nehmen und dann mit einem Klettband oder so festmachen. Ich habe unter anderem hier den Lipo, den Boden hier unten, der ist nicht ganz zu, vorne ist er offen. Das ein bisschen, war nicht im Bild. Ich habe den also zugemacht hier. Das ist normalerweise weißes ABS. Da bastel ich mit. Das kennt wahrscheinlich jeder. Ich habe jetzt hier nur den zugemacht hier. Da ist zusätzlich, hatte den draufgeklebt hier. Habe den Schacht also gemacht, dass der Akku, der Einzelne hier, nicht rausfällt. Und habe ihn dann mit Dezifix hier zugeklebt, schwarz. Aber wie gesagt, kann jeder selber machen. Wo ich von abraten würde, was ich gesehen habe bei YouTube, hier seitlich ein Loch reinzumachen, Kabel rauszuführen und hier den Stecker drauf zu machen. Das sieht schäbig aus. Und wie gesagt, ist eine Sauarbeit. Den Zinor, der muss ganz zerlegt werden, um an die Kontakte da unten dran zu kommen.
Deswegen der einfachste Weg war, wie gesagt, ist hier mit dieser Klappe hier, wenn ihr einen kaputten Akku habt, also nicht wegschmeißen, sondern die Gehäuse verwahren. Die werden bestimmt nochmal gefragt über Facebook, wer sowas liegen hat. Vielleicht könnt ihr die sogar noch verkaufen. So, ich hoffe, dass ich alles erzählt habe, auch mit dem GPS-System. Wünsche euch viel Spaß beim Hobby.